Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prey. Wir probieren das jetzt nochmal mit diesem beschissenen Typhon-Köder, der jetzt 10-mal nicht funktioniert hat. So. Guck mal, wir verstecken uns jetzt am besten direkt mal hier hinter. So. Und ihr fliegt jetzt da mal irgendwo ins All. Wo ihr auf jeden Fall diesen scheiß Köder seht. Perfekt. So, wir müssen jetzt irgendwie an diesen... Scheiß Operator da oben, Mann. Ist mir jetzt egal. So, nochmal darüber. Noch einen, komm. So. Ich muss jetzt da hinten irgendwie diese scheiß Typhons da ausschalten. Diese hier. Das ist die hier. Perfekt. Genau richtig. Morgen. Die Zeit wird knapp. Alter, leck mich am Sack. Ohne Scheiß. Wo sind... Wollen Sie etwa zu meinem Büro? Lassen Sie. Die Nein. Spitzen sind's nicht wert. Es ist zu spät für mich, klar. So, stopp. Wir haben jetzt die Spritzen. Typhon-Köder, jetzt fliegt da hinten hin. Und lasst mich bitte einfach nur in Ruhe. Sie haben sie geholt, oder? Ja, haben wir. Sie machen mich wahnsinnig. Ist mir egal. So, ich muss mich nochmal kurz heilen, bevor die jetzt hier weiter labert. Mein Gott. Natürlich höre ich dir nicht zu. Ich will dich retten, Oma. Sei doch mal dankbar. So, wir hauen jetzt einfach ab. Boah, ey. Warum klappt das jetzt auf First Try? Ich verstehe es nicht. Tschüss, Freunde. Lasst mich jetzt bitte in Ruhe. So. Wir müssen jetzt irgendwie wieder zurück zu der Luftschleuse, wo wir waren. War die hier? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich habe schon wieder alles vergessen. Hier war das, ne? Hier ist doch der Frachtraum. Ja, hier. Ja, nerv mich nicht, siehst du ihn. Schnauze. So. Rein da. Mein Gott. Haben wir es endlich geschafft. Boah, was ein Akt. Meine Güte. So, jetzt schnell zurück zu Michaela. Wir machen hier nochmal... Haben wir überhaupt noch... Gar keinen Schrott. Aber ich kann mir, glaube ich, nochmal was craften, ne? So, können wir hier noch ein Medkit craften? Natürlich brauchen wir da auch wieder. Ich stelle mir mal gerade zwei her. Ja, komm. Weil wir gerade noch die Materialien haben. Und dann können wir noch irgendwas herstellen. Anti-Rats. Mache ich auch einfach mal gerade, weil wir genug davon haben, definitiv. Können wir noch irgendwas Cooles craften? Ne, das nicht. Ich mach noch einmal Anti-Rats und dann können wir los. So, mitnehmen jetzt und los. Auf zu Michaela, wir retten sie jetzt. Wir haben endlich diese scheiß Spritzen. Boah, ey, ohne Kack. Diese blöden Kackspritzen. Echt nicht cool. So. Okay. Und noch einmal weiter. Und eigentlich muss ich hier die ganze Zeit nur durch die Gegend laufen und Ladebildschirm abwarten, bis wir wieder da sind. So. Los geht's. Und nochmal weiter. So. Echt, das war echt Alter, kann's nicht mal mehr in Worte fassen. Das war richtig anstrengend, diese scheiß blöden Spritzen zu. Und jetzt sei uns wenigstens dankbar. Michaela Schäfer, Alter. Ja, genau. Geh da mal hoch. Hier, Tür auf. So, Oma, komm. Oh Gott, morgen. Oh, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Kein Problem. Bitte, direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Allein kann ich das so schlecht. Hallo, kommen Sie den Oh Gott, ich kann wieder atmen. Und spür meine Beine. Schön. Hab immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Danke, Morgan. Kein Problem.
muss kurz durchatmen, damit ich wieder stehen kann. Wird schon. Jetzt. Schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Toll. Die von Goethe hätten wir gebrauchen können. Und noch 3 Neuromods. Sehr gut. Kommt die jetzt mit? Schön, das hat sich echt gelohnt. Michaela, kommst du jetzt mit oder was? Ich kann laufen. Danke, Morgan. Habe nur kurz keine Luft gekriegt. Warum kommt die jetzt nicht mit? Oh Gott! Alter! Lispy, Mann. Geh weg. Lass mich in Ruhe jetzt. Schnauze. Wie viel noch? So. Michaela, kommst du jetzt mit oder nicht? Ich weiß nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Kommt die Alte jetzt mit oder nicht? So, Oma. Oder wird sie jetzt hier erstmal sitzen bleiben? Ich glaube, die bleibt jetzt erstmal sitzen und ruht sich aus, bis sie wieder vernünftig bewegen kann. Ja, Hälfte an Leben, blaue Flecken. Ich habe mich gefragt, wie sie auf Michaela reagieren würden. Sie haben ihr Leben für sie aufs Spiel gesetzt. Vielleicht wurde durch die Neuromod-Extraktion doch nicht alles gelöscht. Nicht vollständig. Besonders starke Erinnerungen könnten schwache Eindrücke hinterlassen. Intuitive Gefühle. Oder sie sind mitfühlender, als ich erwartet hatte. Sind Sie sicher, es wäre nicht besser gewesen? Ich will nicht unsensibel sein, aber wenn sie erfährt, dass sie die Talos 1 zerstören wollen, könnte sie emotional reagieren, da es keinen Weg gibt, die Station zu verlassen. Die Fluchtkapseln sind doch noch da. Ah nee, da wurde gesagt, dass die nicht funktionieren, ne? Ist auch ein bisschen blöd. Wir haben jetzt gerettet und wollen hier alle umbringen. Wer, also, umbringen. Ist das ein Albtraum da unten? Ach, bitte nicht schon wieder ein Albtraum. Verstecke ich mich eh wieder nur. Okay. Ich gucke mich jetzt erstmal um. Michaela kommt wohl echt nicht mit. Weil die hat wahrscheinlich auch nicht so einen Strahlenanzug wie wir. Okay, der Lift funktioniert nicht. Dann gehen wir Treppe. Mit unserem coolen Glider. Okay, ich gucke mich jetzt erstmal hier ein bisschen um. Und guck erstmal, was hier so los ist. Okay. So, noch ein größerer Lift. Ja, das ist, glaube ich, wieder ein Albtraum, ne? Da unten. Nicht sonderlich viel machen und finden können wir ja wahrscheinlich auch nicht viel. Von daher. Da hinten ist eine Leiche. Da würde ich ganz gerne hin. Warte mal, Albtraum. Lass mich das wenigstens scannen. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ein Albtraum macht oder was der sein soll. Das werden wir bestimmt nochmal irgendwann rausfinden. So, Ableiter. Okay. Oh, noch ein Neuromod, sehr gut. Und eine Karte. So, ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt hier... Ich bin auch blöd, ne? Mir fällt gerade ein, ich hätte ja eigentlich auch schnell speichern können, ne? Kurz bevor wir da zu den Spritzen gegangen sind. Bin auch bescheuert. Hätte ich die ganze Zeit machen können, dann hätten wir dieses Laden nicht immer gehabt. Und da immer so weit wieder hinfliegen müssen. So, ich würde mal sagen, ich lade nochmal kurz nach. Schieß den einmal an und warte wieder ab, bis der wieder weg ist. Aber der hat ja immer eine Zeit, bis er wieder abhaut.
3 Minuten, um genau zu sein. Ciao. Ja, bleib mal ruhig da unten. Und wir können uns jetzt erstmal in Seelenruhe umgucken. Bis der verschwunden ist, weil ich habe echt keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Weil wir, gut, wir haben jetzt relativ viel Shotgun-Ammo. Oh Gott! Was? Was? Oh Gott! Was? Hä? Wo? Wie? Hä? Ich dachte, der kann uns hier nichts... War der das überhaupt? Ah, der hat uns hier oben wahrscheinlich gesehen, ne? Hm! Was? Hilfe! Alter! Boah. Was ist das denn? Ich schleiche mich mal hier weiter. Oh, da ist noch ein Medikit, sehr gut. Das haue ich mir jetzt aber nicht rein, weil wir heilen langsam. Das ist immer noch sehr angenehm. So. Minion, dann verschwinde mal. Ich würde mal sagen, wir warten hier einfach mal ganz kurz, weil ich glaube, hier im Reaktorraum können wir eh nicht viel gucken. Außer, dass wir halt da unten runter müssen. Würde ich sagen, mal einfach kurz eine Pause. Und dann sehen wir uns gleich in den 2 Minuten wieder. Weil ich habe echt keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Und ich meine, ich kann ja auch einfach abwarten und schauen, dass der einfach vorbei geht. Gut, dann erstmal bis gleich. So, da haben wir es fertig. Der Traum ist weg. Okay, und wir können jetzt hier runter. So. Die hatte ich davon schon gesehen, die Zystoiden-Nester. Die reagieren auf Bewegung, deswegen schleiche ich hier gerade mal vorbei. Ich hoffe, die werden jetzt nicht ausgelöst, weil das sind irgendwie 6 Stück oder so. Das wäre nicht so sonderlich nice, wenn wir da jetzt noch irgendwie umgebasht werden. Das kann ich einmal reparieren, dann können wir hier ein bisschen was craften. Steuerpanel. Na gut, bringt uns jetzt aber momentan nicht so viel. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Loot. So. Direkter Kontrollraum entriegeln. Und wir sind da. Ich loot hier erstmal alles. Weißt du, wenn das Spiel Musik hat, dann ist die Musik echt schön, muss ich sagen. Ich will noch gar nichts drücken, ich will die Musik kurz genießen. Die Musik ist echt schön. Oh, Antilets. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Und jetzt ist einfach pure Stille, das verstehe ich halt bei Prey nicht. Naja, egal. Hatten wir ja schon das Thema. So, Reaktorneustart. Zugriff auf Sicherheitsschalter. Sicherheitsschalter zugänglich. Müssen wir die jetzt aktivieren und dann Neustart einleiten? In richtiger Reihenfolge? Wie ist denn die richtige Reihenfolge? Leitfaden für Notfälle beim Reaktorbetrieb. Ah, okay. Okay, 10, 16, 76, Neustart-Initialisierung, Sicherheitsschalter. Sicherheitssteuerungsschalter für alle Hauptbereiche müssen vor dem Einleiten der Reaktorabschaltung in die Position ausgebracht werden. Magnetosphäre, Substationsenergienetz, okay, Photovoltaikringe. Entschuldigung. Hat's mich übermannt. Photovoltaikringe. Gravitation, Lebenserhaltung und Hauptreaktor. Okay, ich kann mir das, glaube ich, nicht merken. Oder wird mir das hier angezeigt? Magnetosphäre. So, Magnetosphäre. Gravitation, Lebenserhaltung, Hauptreaktor. Toll. Einfach in den Reihenfolgen. Okay, Neustart einleiten. Reaktorabschaltung wird eingeleitet. Substationsstromnetz offline. Photovoltaikringe offline. Lebenserhaltung offline. Ich stelle mich schon mal hier raus, bevor ich gleich hier nicht mehr wegkomme. Offline. Gravitation offline.
Ah, okay, jetzt ist hier... Jetzt kann ich hier durchfliegen. Ich fliege schon mal wieder hoch. Oh, okay. Luke. Ah, hier hätten wir auch rein können. Cool. Okay. Gut zu wissen. Connelly, der Idiot sollte die Ableiter schon vor einer Woche prüfen. Alles klar. Morgen? Sie müssen die reparieren. Was? Oder mit viel Glück nach einem Ersatz suchen. Okay. Ich schau mal. Es hat wohl nicht alles funktioniert. Aber sind die da jetzt ernsthaft drin? Muss ich doch verarschen. Muss ich da jetzt ernsthaft rein? Kann ich hier unten rein? Kann ich hier unten rein? Ableiter. Nee. Das war der von oben, den wir runtergeworfen hatten. Nee, ich kann da nur vorne durch rein. Toll. So, dann muss ich irgendwie die Zystoiden da wegkriegen. Ich komme gerade mal im Psy-Hypo rein und dann haue ich da mal eine... Ist das eine Tür vor? Ja, da ist eine Tür vor. Bam, genau das war mein Hintergedanke. Oh. Okay, ein paar sind noch. Hat leider nicht alle gekriegt. Aber ich glaube, das war der letzte. Gut. Hier ist natürlich hohe Strahlung, da müssen wir schnell durch. Die Ersatzreaktorableiter waren im Frachtaufzug, wie angefordert. Connelly sollte sie runterschicken, wenn es passt. Ah, das sind hier die Dinger. Gut, dass wir einen runtergeworfen haben. Nice. Sehr gut. Gut, dass wir einen runtergeworfen... Ey, perfekt. Geht ja fast nicht besser. Gut, dass ich den nach unten geschmissen habe. So. Kann ich da jetzt hoch? Da unten liegt noch einer. Habe ich sogar zwei runtergeschmissen? Das wird ja mal besser. Ich kann mal hier hochwerfen, bitte. Bisschen weit. Na gut, egal. Er ist da. Das ist die Hauptsache. Und dann gehen wir da nochmal wieder rein. Ja, wir haben immer noch genug Anti-Reds-Pillen. Das finde ich ganz gut. Perfekt, ey. Perfekt. Gut, dass ich den runtergeschmissen habe. Da bin ich gerade... Kommen wir den hier noch rein? Achso. Ein Knopf. Oh, Alter, cool. Krass. Das war nice. Ich geh nochmal kurz hier runter. Wenigstens nochmal umgucken. Okay. Reaktor. Okay. Schlüssel einführen. Schlüssel einführen. Ah, das ist wahrscheinlich... Ja, ich glaube, hier müssen wir nachher nochmal hin. Und müssen die ganze Talos zerstören. Aber das machen wir später. Wir haben ja erstmal noch nicht den Schlüssel, den wir dafür brauchen. So, und dann gleich nochmal. Wo kommt der her? Warum sind hier jetzt so viele Typhons? Hilfe? Das war's. Ich leite Strom zu den Aufzügen und den Luftschleusen. Aber da sind Spannungsschwankungen und Lecks in der Kühlmittelkammer. Passen Sie auf dem Rückweg auf. Es könnte noch mehr beschädigt sein. Nein. Scheiß Operatoren hier wieder. Ich verstehe. Du hast alles zurückgesetzt. Die Talos 1 steht dir offen. Clever. Gewagt, aber clever. Gut, dass sich einige Dinge nicht geändert haben. Ich werde mich dir nicht mehr in den Weg stellen. Du hast es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Alles. Komm hoch in mein Büro. Morgen, waren Sie das? Egal, was Sie gemacht haben, es war übel. Wenn das eine Art Rache sein sollte... Strom läuft gleich wieder.
Das heißt, der Aufzug sollte auch wieder gehen. Wir haben doch nur den Rechner neu gestartet. Das ist alles gut. Gott, wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Ohne... Ich hau mir gerade mal Anti-Reds rein. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal weiter, wo wir hier weiter können. Weil ich weiß noch nicht so genau, wie wir an den ganzen Viechern vorbeikommen sollen. Das machen wir einfach mal nächste Folge. Gut, die Elisa hat sich jetzt natürlich ein bisschen abgefuckt, dass wir den neu gestartet haben, aber ist ja eigentlich noch nichts großartig passiert. Ja, wie der da im Inneren leuchtet, der Reaktor. Sieht schon krass aus. Ja, das gucken wir auf jeden Fall dann nächste Folge, was denn jetzt da so irgendwie passiert ist. Und Alex hat uns angerufen und gesagt, wir haben verdient, die Wahrheit zu erfahren. Und wir sollen zu ihm ins Büro kommen. Bin ich mal gespannt, was er uns zu sagen hat. Aber das gucken wir auf jeden Fall alles, wie gesagt, nächste Folge. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play Prey.